Blum, blum, blum. Aha. Frau Bauer hat einen Gartenpreis gewonnen. Approved. Alles klar. Ja, wunderschön. Was haben wir denn hier noch? Mal gucken. Aha. Oh, heavens no. No. Das schwärzen wir mal. Alles klar, schwimmen, das ist zensiert. Man sieht schon, wir haben einen sehr wichtigen Job hier. Was haben wir denn? Die Hastings-Brüder gewinnen den Schrottsammlerpreis. Wir nehmen etwas Freude zu uns. I should just take my joy, shouldn't I? Die Restaurierungsmaschine Haltnerinnen Freude nehmen. Zuerst mal Servus und herzlich willkommen hier in unserem Büro bei We Happy Few. Wir sind, hier sieht man schon, im Jahr 1964 angekommen, allerdings einem alternativen 1964, in dem Deutschland den Krieg gewonnen hat. Wir sind ein sogenannter Zensor und genehmigen, was in der Zeitung steht und was nicht. Die Freudenpille, die hier liegt, die können wir jetzt nehmen oder nicht. Das ist die Droge. Freude ist die Droge, die alle Leute bekommen, um ruhig gestellt zu werden. Bis sie wie 1984? Ich würde sagen, fürs Let's Play nehmen wir mal die Freude. Right. Happiness is a choice. Is a bug on a drug. Das war unsere erste Entscheidung. Oder die letzte. Das ist schon mal sehr geil gemacht. Ich drücke jetzt mal Escape. Wie cool ist das denn? So, wir sind wieder hier. Das Ganze nochmal. Der Gartenpreis, übrigens sehr cool. Wenn man gleich mal eine falsche Entscheidung trifft, dann... Was ist das mit dem Spiel? Also, wir könnten jetzt eigentlich auch das kürzeste Let's Play überhaupt machen, das nämlich in ein paar Minuten fertig ist. Oh, heavens no. Aber jetzt. Oh. Nein, dieses Mal werden wir die Freude nicht nehmen. Oder wir lassen uns die Freude nicht nehmen, sondern wir erinnern uns. Percy! Percy! Wo ist Arthur? Wo ist Percy?
was hattest... Ah, Mitarbeiter des Jahres. No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then. Finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Aha! The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. Was? Wir stehen mal auf, ne? Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen. Was haben wir denn hier alles noch? Wartest du jetzt auf uns da hinten? Was haben wir denn hier alles? Da liegt die Dose. Die wollen wir nicht mehr nehmen. Die Energiezelle. Und wir setzen die hier ein. So. Sollte wieder funktionieren, oder? What are we going to do, Arthur? We're brothers. We'll look out for each other. That's what we'll do. Zur Erklärung, alle Kinder unter 13 Jahren werden aus England verschleppt und nach Deutschland dichtmal gebracht, um den Widerstand zu brechen. Wie gesagt, die Deutschen haben den Krieg gewonnen und das hat das Ganze nicht besser gemacht. Wir werden dieses Dokument mal akzeptieren. Right. Nobody's having nightmares over that. Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. Ja. You don't want to miss the pinata. Nein, die Pinata wollen wir auf keinen Fall. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? Dann? I made her a welcome back card. Der General Bing. Moment, was macht er denn? Ja, natürlich. Alle Kinder unter 13 sollen registriert werden bis zum 22. Juli. Okay. Colonel von Stauffenberg. Aha. Alles klar. Also, wir akzeptieren das natürlich. Not sure about that. So. Zack. Sieht ganz ehrlich alles ein bisschen so Mischung aus wie Bioshock und Fallout 1952. Die Drogentests. Und in der ersten Runde neun Versuchen einer neuen Antimelancholie-Medikation hat es einen Erfolg gegeben. Die neue Droge reduziert melancholische Gefühle bei 28 von 30 Testpersonen. Das ist wunderbar. Alles klar, das werden wir mal approven. Nothing wrong with that one. Ja, absolut. Und das resultiert schlussendlich, glaube ich, in Freude, die wir hier jetzt haben. Jetzt sind wir fertig, oder? Alles klar. Können wir uns mal hinsetzen. Ah. Du bist verborgen. Alles klar. Ah, die Feierlichkeiten für das Jubiläum der Freude. Alles klar. Wir haben unsere Freudenration jetzt natürlich nicht genommen. Können wir die mitnehmen? Energiezelle? Oh, sehr schön. Kann man immer brauchen. Da ist ein Riesenhund, der einen Vogel schnappt. Alles klar. Also mal unschwer zu erkennen, wir sind hier in England. Allerdings nicht das England, das wir vielleicht aus den Filmen kennen. Ah, der ist leer. Da ist nichts drinnen. Wunderbar, unser ganzes Büro ist fake. Ein Aktenschrank voller nichts. Nehmen wir hier ein Buch, ein kleiner Tisch. Leer. Wunderbar. Brauchen wir so eine Tür so.
Arthur Hastings. In pixeliger Schrift. Wunderbar. Wellington Wells, hier wohnen wir. Beauty is truth. Schönheit ist Wahrheit. Und Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge. Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course he'd have to break the tube to get out. Now I'll break it for everybody. Moment, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz gucken. Kann ich... Spracheinstellungen. Gibt es hier sowas wie Untertitel? Untertitel. Klein Hintergrund ist gut, oder? So. Das macht das Ganze etwas einfacher. Das Internetwork. Wir brauchen einen Dietrich. Alles klar. Clive Birdwhistle. Was haben wir hier? Clive Birdwhistle. You're off at the party, aren't you? Aha. Was haben wir hier? Ein Brief von Miss Bing. Bing, die kennen wir doch. Das ist die Frau vom General, oder? Kann das sein? Also hier liegt jede Menge Müll. Der ist natürlich leer. Verbrauchte Energiezellen. Was haben wir denn hier? Mhm. Restricted Area. Wir dürfen also hier nicht hintere gehen. Zurückgehen. Entschuldigung. Alle Aktenschränke sind leergeräumt. Gibt es hier Kameras? Sehen wir nicht. Was haben wir denn hier? Ein Cricket-Schläger. Wir nehmen die Energiezelle. Die kann man brauchen. Ein Stück Papier. Handgeschrieben. Oh shit! He wants my view. Ah ja, das, wenn das das einzige Thema ist, das du hast, wunderbar. Freut mich sehr für dich. Kann man Hut braucht man keinen. Die sehen alle sehr gleich aus. Die Büros. Außer wir haben eine Aussicht und die wollte Clive haben. Kleines Arschloch da. Alles klar. Was steht hier? Prudence Holmes. Whatever happened to you, Prudence? Was ist mit der Prudence passiert? Come back. Das ist jetzt übrigens die Realität, wie sie wirklich aussieht, ohne Freude. Da ist das alles schon vergammelt. Welcome back. So. You're not coming back, are you, Prue? But where did you go? Wo ist sie hingegangen, die Prudence? Winner Best Attitude, Prudence Holmes, Grand Prize Winner, Simon Says Tournament, alles klar. Eine Energiezelle, die schon, oh, ist das die Prudence? Redaktor verwenden, Restaurierungsmaschine, setzen wir uns mal kurz hin. Keine Energie. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, okay, hier gibt es nichts zu sehen, außer vergammeltes Zeugs. Hier sieht es ziemlich aus, was ist hier los? Hopkins Jones. Au. Oh, hi Arthur. Hi. Da gehen wir wohl besser nicht rein. Also man sieht, wenn man die Freude nicht nimmt, dann wird die Freude... Wir verstecken uns. Die Freude intravenös reingespritzt. Sollen wir da jetzt... Können wir da jetzt reingehen? Klemmt, alles klar. Wieso bloß? Die CPU! Ah! We seem to be a bit behind in our work, now that you mention it. Ja, das sind wirklich mit Arbeit im Hintergrund. Hier ist offensichtlich definitiv kein Quad-Core. Vielleicht, wenn überhaupt, ein Dual-Core, so wie sie aussieht. Was haben wir denn hier? Alles leer. Gesperrt, Dietrich erforderlich. Ne, wir haben keinen.
Alles Dietrich, 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 Dietrich. Wer bist du? Der komische Onkel macht mir Angst. Da heult, lacht wer? Da ist was im Argen. Elevator? Der Aufzug ist auf Mittag, okay. Glücklich ist das Land, das keine Geschichte oder Erinnerung hat. Naja. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the sweets come out. Come on, hit it! Ja, ja, schon klar, du kleine Domina. Hit it! Der Onkel Jack ist offensichtlich dieser komische Typ. Go on, smash it, silly face off! Das ist ekelhaft. You are off your joy. Take one of mine. Alles klar? Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Ben. Take your joy. Wir haben uns auch verblieben. Bad times was for that raise. Ja, definitiv. Gehaltserhöhung ist schlecht. Take your joy. Wer baut solche Büros, Mann? Wer baut solche Büros? Oh Mann. Gibt es hier irgendwas Wertvolles? Oh. Was kann ich tun? You smell gas? Flaming Nora. Forget him, there's no time. Gehört das so? Arthur, Sally und Olli schreiben vieles in ihre Journale. Manches wäre vielleicht gut zu wissen. Das ist wahr. So schnell kann es gehen von Hero to Zero, beziehungsweise von Mitarbeiter des Jahres zu Take that joy. Nimm deine Freude. Alles klar. Welt wird generiert. Gebiet wird ist fast wie Sims. Lamas werden ausgesetzt. Gucken wir mal. Laubwerk wird geplant. Oh, schön. Also, wir sehen schon. Ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen hier in Wellington Wells? Und war jetzt fürs Erste schon mal ziemlich actiongeladen. Alles klar. Du siehst verdächtig aus, wenn die Freude nachlässt. Das lässt nach. Okay, also wir haben aufzupassen, denn jeder wird uns denunzieren. Druckluftvorrat, alles klar. Das ganze Wasser im Wildschild hält Freude. Gut zu wissen. Wir brauchen nämlich Nahrung auf. Die London Bridge ist eingestürzt. Okay. Christ! I thought those bastards chased me. There were bridges, weren't there? And tunnels. I'm pretty sure I'm not in the parade anymore. I don't even think I'm still in the village. Gute Frage, wo wir sind.
wir sollen offensichtlich da nach hinten. Wellington unter. Sind wir jetzt unter Wellington? Die ist versiegelt. Sind wir hier? Okay, gibt es hier irgendwo? Wir haben da ein Rohr abgerissen. Liegt das vielleicht noch irgendwo? Haben wir das? Ah ja, das sind wir. Wir haben Schuhe an, wir haben ein schönes Jäckchen an. Kampftarnung. Verfügbare Punkte 1. Was können wir denn da jetzt machen? Tarnung. Süße Träume. Würge Menschen leise von hinten, bis sie bewusstlos sind. Oh, schön. Ersticke sie in ihren Betten, bis sie bewusstlos sind. Alles klar. Süßholzraspler. Die Leute vertrauen dir. Leichendieb. Alles klar. Kräuterkundler. Außenseite. Defensiv und sarkastisch. Englisch. Flink. Du bist gesünder. Mit etwas Vorbereitung kannst du jemanden richtig hart in Schläge zufügen. Eisenfaust. Ich würde mal sagen, wir sind gesünder. Kosten 3. Oh, okay. Das geht nicht. Kosten 1. Dann das. Kosten 1, verfügbare Punkte 1. Wieso klappt das nicht? Naja, egal. Gesundheit 70, Freude 0. Hunger, Durst. Ja, das mit dem Essen habe ich mal auf leicht gelassen. Dreckiger Verband. Okay, Karte, Quests. Wo zur Hölle bin ich? Irgendwo unter dem Garden District, glaube ich. Ich werde es wohl erst erfahren, wenn ich nach oben komme. Ich muss einen Weg nach oben finden. Alles klar? Wunderbar. Tja, wie es weitergeht, das werden wir in der nächsten Episode erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.